Das Camp Moria ist zwischenzeitlich vollständig zerstört. Gott sei Dank gab es nach allen Informationen, die mir zur Verfügung stehen, keine Verletzten und keine Toten. Aber es ist ohne Zweifel eine besondere humanitäre Notlage. Wir haben in den letzten Stunden und Tagen intensiv daran gearbeitet, die richtigen Konsequenzen zu ziehen. Und ich will zu Beginn drei Punkte nennen, die besonders wichtig sind. Das Wichtigste ist die Hilfe vor Ort. Schnellstmöglich den Menschen vor Ort wieder Unterkünfte zu gewährleisten und natürlich auch eine Versorgung. Wir handeln hier in enger Abstimmung mit der griechischen Regierung, die uns gestern am Spätnachmittag eine Bedarfsliste übermittelt hat. Und wir sind im Moment dabei, dass alle deutschen Hilfsorganisationen sich zusammentun, um möglichst viel aus dieser Bedarfsliste sicherstellen zu können und dann möglichst umgehend auch die Hilfen vor Ort zu bringen. Das Zweite ist, das haben wir auch in den letzten Tagen als Bundesinnenministerium stark daran gearbeitet, die Hilfe für die unbegleiteten Minderjährigen. Das sind nach unseren Informationen 400 Personen. Unsere Kontakte mit den Mitgliedstaaten der Europäischen Union haben bis zur Stunde dazu geführt, dass sich mit uns 10 europäische Mitgliedsländer an den Hilfen, das heißt an der Umsiedlung für die unbegleiteten Minderjährigen, beteiligen. Und wir sind aber noch mit weiteren Ländern im Gespräch. Von diesen 400 dürften nach jetzigem Stand den Hauptteil Deutschland und Frankreich tragen. Wir rechnen damit, dass dies eine Größenordnung für Deutschland und für Frankreich von jeweils 100 bis 150 Personen sind. Die ganz genaue Zahl zu nennen ist erst möglich, wenn auch die noch laufenden Gespräche mit anderen Mitgliedstaaten zu Ende gebracht wurden. Der dritte Punkt ist die Findung einer europäischen Lösung. Ich kämpfe seit meinem Amtsantritt hier in diesem Hause darum, dass wir endlich ein gemeinsames europäisches Asylrecht bekommen.